Ich muss sagen, in wohlhabenden Hütten haben sie wirklich eine ideale Lebensweise gefunden für die Familien. Familie bleibt Familie und Familie ist total eingebunden. Dass sich die Starken, die auch die Gemeinschaft gestalten können, ganz wesentlich daran orientieren, dass sie den Schwachen ihren Platz, ihre Bedeutung und, wie es Paulus sagt, ihre Ehre in der Gemeinschaft geben. Das ist uns besonders aufgefallen und überall zeigt sich das im Zusammenleben, auch bis in die Abläufe der Arbeit in ihrer Fabrik hinein. Überall geht es darum, dass die Schwachen ihren ehrenvollen Platz haben und wenn man dann in ihr Gesicht sieht, kann man auch das sozusagen aus dem, wie sie schauen, widerspiegeln sehen, die ihnen in dieser Gemeinschaft widerfahrene Ehre. Und seit der Zeit bin ich jeden Tag hergekommen und habe sie besucht aus Gettorf. Und später kam meine Schwester noch dazu und so haben wir uns angefreundet. Und nun kommen wir seit 15 Jahren, 16 Jahren, jeden Sonntag zum Kaffee. Wir werden abgeholt und wiedergebracht. Das finden wir schön. Es ist also, ja, praktiziertes Leben nach christlichen Grundsätzen. Mhm. Also tolerant muss man sein. Und ja, ich stelle mir das nicht so einfach vor. Ich lebe hier seit 1957 in Wurfshagener Hütten und bewirtschafte zusammen mit meiner Frau den Biolandhof. In ein paar Jahren, also beliefern wir jetzt die Basisgemeinde auch mit Milch, beziehungsweise die wird hier abgeholt. Und ja, das dadurch ist der Kontakt auch ein bisschen intensiver geworden. Herr Juschka, Sie sind Bürgermeister hier im Ort. Wie erleben Sie die Nachbarschaft mit der Basisgemeinde? Sehr gut. Nur mal vorweg das schon mal, das eine vom Grundsatz her. Die Basisgemeinde ist 1983 in unsere Gemeinde gekommen. Ich habe damals die Ehre gehabt, die Begrüßungsansprache zu halten, habe die Gäste, die von einigen auch so ein bisschen kritisch betrachtet worden sind im Dorf. Es ist ja recht konservative Bevölkerung, Landwirtschaft, auch viele Neusiedler jetzt. Dann hat man aber sehr schnell festgestellt, dass das eine ganz offene Gesellschaft ist, die sehr gut in unsere Gemeinde harmoniert. Und gerade jetzt hinsichtlich auch vieler Sachen, Theaterspiele, Freizeitgestaltung, mit uns zusammenarbeitet. Wir sind ja jetzt hier heute gerade auf dem Gelände des Freizeitvereins Wohlshagener Hütten, den es jetzt auch schon seit 15 Jahren gibt. Wir machen jedes Jahr zusammen ein gemeinsames Sommerfest. Wir machen Kinderspiele. Bei diesen Kinderspielen wird also gegenseitig, man befruchtet sich, man unterstützt sich. Wir haben den Eindruck jedenfalls, dass nach wie vor die Gemeinschaft Wohlshagener Hütten immer drei Generationen im guten Proporz nebeneinander haben. Dass sie von der Zusammensetzung, von den Personen, die die Gemeinschaft bilden, ausgesehen, nie einen Überhang von Alten haben, sondern immer die drei Generationen, die immer zur Familie gehört haben, zu einer richtigen Familie gehört haben, Kinder, Eltern und Großeltern gemeinsam haben. Der Wecker klingelt um 17:50 bei uns, dann stehen wir auf, erstmal wir Eltern und die anderen Erwachsenen in der Wohngruppe, das sind bei uns 5 bis 6 und eben Besucher noch dazu. Wir treffen uns zum Morgengebet und das dauert ungefähr eine Viertelstunde, lesen wir den Tagestext und haben Gebetsgemeinschaft danach. Dann wecken wir die Kinder und frühstücken zusammen. Das gelingt auch nicht immer, dass alle gleichzeitig am Tisch sitzen. Das ist oft auch ein Spagat. Dann
dass man eine Zeit gemeinsam hat, weil wir haben eben viele verschiedene Kinder in der Wohngruppe und da beginnt für die Kinder auch dementsprechend die Schule anders. Und wir versuchen aber trotzdem, das Frühstück schon als so einen Sammelpunkt zu haben, so vom Morgenanfang, also vom Tagesanfang. Ein Morgen ist ganz frisch und neu, des Herren Gnade und große Treu. Sie hat keinen den langen Tag, auf jeder sich verlassen mag. Für die Gründung der Basisgemeinde schreiben wir das Jahr 1973. Mein Mann Gerhard Weber war damals ordinierter Pfarrer der Evangelischen Landeskirche in Württemberg in Kornwestheim. Es war eine Zeit, Anfang der 70er Jahre, der allgemeinen Aufbruchbewegungen in unserem Land. Und es waren vor allem junge Leute, zu denen wir damals auch gehörte, im Alter von zwischen 30 und 40, die Land auf, Land ab sich getroffen haben, gefragt haben, wie wir das mit der Welt, mit der Gesellschaft, mit der Kirche neu, besser. Man hat nach Reformen gesucht, im ökologischen Bereich, im politischen Bereich, eben auch in theologischen Fragen, im kirchlichen Bereich. Und da hinein hat sich um uns und mit uns eine Gruppe von jungen Leuten gefunden in Kornwestheim. Wir waren damals etwa 10, wir haben uns in den Häusern getroffen, reihum, und eben uns mit dieser Frage beschäftigt. Willkommen alle, die nichts zum Vorzeigen haben und mit leeren Händen dastehen. So sieht der neue Mensch in Gottes neuer Welt aus. Willkommen alle, die an sich selbst leiden, und willkommen alle Trauernden, die das Loslassen eines geliebten Menschen durchlitten haben. Sie werden die Gabe des neuen Lebens in der Gemeinde zuerst empfangen und betasten und begreifen. Willkommen alle, die sich nicht durchsetzen und wehren können. Sie werden das Sagen haben in der sich über die Erde ausbreitenden neuen Gesellschaft Gottes. Willkommen alle, die feinfühlig sind für die Ungerechtigkeit in der Welt, und willkommen alle, die gegen allen Augenschein das unverkürzte Leben für alle Menschen auf der Welt herbeisehnen. Wir haben dann Kontakt bekommen mit einer großen Gemeinschaft, die Bruderhöfe in England und USA, die uns ermutigt haben in dieser Frage und uns gesagt haben, lest mal die Bergpredigt. Das ist das Zentrum der Botschaft Jesu. Da findet ihr die neue Lebensordnung Gottes, die ihr sucht. Nun war das gar nicht so einfach, weil diese Gruppe ja gar nicht einfach aus Christen bestanden hat. Und doch waren alle offen, wenn es da eine Antwort geben sollte, dann wollen wir sie ins Experiment nehmen. 10 Jahre Kornwestheim hat uns dann weitergeführt, aus der Einsicht heraus, dass wir auch unsere Arbeit teilen wollten, dass wir unsere Berufe kündigen und die Gütergemeinschaft ganz machen. Wir haben dann einen Ort gefunden in Schleswig-Holstein, Wolfsagener Hütten bei Kiel, wo wir ein größeres Anwesen gekauft haben und heute hier einen Betrieb führen, der großes Holzspielzeug herstellt, eine Holzwerkstatt, in der jeder und jede mitarbeiten kann. Ja, wenn die Kinder in der Schule sind, das Letzte verlässt manchmal erst um 8:30 das Haus, dann gehe ich auch zur Arbeit. Wenn ich Glück habe, habe ich davor noch ein bisschen Hausarbeit geschafft. Wenn ich Pech habe, dann nicht. Dann beginnt die Arbeit für Frauen und Männer eben, je nachdem, 8:30 oder 9:30, und dauert dann bis 12:15, wenn die Glocke läutet, zum Mittagsgebet. Und
das ist eigentlich dann auch so gedacht, dass die Glocke das Zeichen ist, dass man dann weiß, wie, ich komme zum Abschluss, ich lasse das Alte liegen und bereite mich eben dann auch auf die Mittagszeit vor, auf die Gebetszeit auch und auf das Miteinander. Es kann auch jeder Besucher hier arbeiten. Es ist unser Anliegen, dass es ein gerechtes Arbeiten wird. Wir wollen nicht diese gewinnmaximierende Arbeit leisten, sondern Arbeit, die uns ernährt und die sinnvoll ist. Sinnvoll sind die Produkte, weil sie an alle Schichten gehen, indem wir sie an Kindergärten und öffentliche Einrichtungen verkaufen. Gerecht ist auch die Herstellung, dass der Preis, der Kunde, der an der Maschine steht, ob er eine Stunde arbeitet oder 10 am Tag, und die Sorgfalt und die Nachhaltigkeit, dass das alles in einem Zusammenhang steht. Für unsere Energieversorgung war uns eben auch wichtig, dass das schöpfungsverträglich ist. Und das haben wir gesehen, Atomenergie ist es nicht, also das macht zu viel kaputt, das ist einfach vom Müll, der da anfällt, das ist überhaupt nicht absehbar, also wie was sowas auch gelagert werden kann und so weiter. Und dann haben wir geguckt, was gibt es da, und Blockheizkraftwerk ist ein Element, wo wir gesagt haben, das ist eigentlich relativ gut, relativ umweltverträglich, weil da die Wärme genutzt wird und Strom produziert wird. Und wir können, ich sag mal, die Hälfte von unserem Strombedarf können wir mit dem eigenen Blockheizkraftwerk abdecken. Die Wärme, das geht dann eben auch viel über unseren Schredder, über unser Holz, was wir, über Abfallholz, was wir produzieren. Und so sind wir eigentlich von unserer Energieversorgung und Wärmeversorgung, also in einem relativ ökologischen Bereich. Und das ist für uns eben auch konsequent. Ja. Wir gehen vor Brockdorf und sagen, ey, das finden wir wirklich immer noch sehr problematisch, aber wir wollen auch vor Ort was machen. Und in Gellorf machen wir eben immer auch noch Bürgergruppenarbeit, und die haben jetzt endlich auch ein Blockheizkraftwerk aufgestellt. Jo, wir sind hier in der Werkstatt, wo wir unsere Bewegungsgeräte herstellen, und ich kann gerade mal so ein bisschen erklären, wie wir produzieren, wie die einzelnen Arbeitsschritte nacheinander so gehen. Wir arbeiten hier mit Massivholz. Und das ist an sich für uns eine schöne Sache, weil Holz für uns auch ein Stück weit lebendiges Material ist. Zum Beispiel haben wir hier die Bohlen, wie wir sie angeliefert bekommen. Und da sieht man ja noch den Stamm sozusagen. Und dann verarbeiten wir die eben entsprechend. Also es werden so schmale Streifen geschnitten, weil man Massivholz ja nicht in der Breite verarbeiten kann, weil es ja arbeitet. Und in dieser Breite ungefähr wird es gehobelt in der Kehlmaschine mit einem Profil, und dann wird es verleimt, und dann haben wir Platten, mit denen wir arbeiten können. Und eben auch hier die Mundstab-Schleifmaschine. Die kam dann eben auch entsprechend dazu. Und da, also ist es irgendwie schön, also ich hatte jetzt am Anfang jetzt nicht unbedingt, war der große Freund der Maschine. Aber also man kriegt ja auch eine Freude dran. Also an dem, was die Maschinen gebaut sind, und letztendlich auch, wie sie einem Arbeit erleichtern können. Und trotzdem wollen wir nicht auf Teufel komm raus mit der neuesten Technik sozusagen arbeiten, sondern gucken, also wie dient die Technik letztendlich unserem Zusammenhang hier, unserer Gemeinschaft oder den Menschen auch. Die Sachen produzieren wir hauptsächlich, ja, ne? Nennen sie Hengstenberg Bewegungsgeräte. Und das ist sozusagen so ein Foto. Für Kindergärten, Programm für Kindergärten, für Schulen und ja, hauptsächlich für Kindergärten. Auch Innenbereich. Also das ist hauptsächlich Innenbereich. Aber wo die Kinder einfach die Geräte miteinander kombinieren können. Ja. Und also natürliche Bewegungserfahrungen machen können, ja. Was in den Städten gar nicht mehr so unbedingt möglich ist. Ja. Über 400 Jahre gab es hier an diesem Ort einen Gutsbetrieb, also das heißt eine bäuerliche Landwirtschaft mit einem Adelsherrn. Und
Vor 50 Jahren wurde dieses Gut hier verkauft und aufgesiedelt und danach entstand hier auf dem Gelände ein Kinderheim. Und aus dieser Zeit sind die neueren Bauten hier auf dem Gelände insgesamt 3 Wohnhäuser und dann ist noch eine alte Scheune da, die zu einer Holzwerkstatt ausgebaut wurde. Und dieses alte Gutshaus ist also in seinem Kern um die 300 Jahre alt. Und da gibt es noch ein paar Spuren, auch im Haus, Freskomalereien oder Fensternischen, die zugemauert wurden. Aber im Großen und Ganzen durch die Geschichte und das, die viele Nutzung, ein Gebäude, was oft um und hin und her gebaut wurde. Wir befinden uns hier im Gemeindebüro. Das haben wir vor ungefähr 3 Jahren renoviert und das ist der älteste Teil des Hauses, über 200 Jahre alt. Da haben wir Freskomalereien hier oben gefunden, in der Ecke, die wir dann auch erhalten konnten und verschiedene alte Zeugnisse noch aus der alten Gutshauszeit. Das Haus muss grundlegend instand gesetzt werden und dazu gehört, dass das Dach erneuert werden muss, dass die Fassaden komplett neu geputzt werden müssen und gestrichen. Dazu gehört, dass der Fußbodenbereich, der Sockelbereich des Hauses gegen Feuchtigkeit gesperrt werden muss. Und dann die komplette Haustechnik, Wasser, Warmwasser, Strom, alles muss erneuert werden. Und wir wollen das in den nächsten Jahren tun. Wir wollen verstärkt nach Geldern Ausschau halten, wie wir diese Sanierung finanzieren können. Wir wollen Workcamps einladen, Freundeskreis einladen, dass wir hier auch gemeinsame Bauwochen durchführen. Wir haben zum Glück in unserer Gemeinschaft Architekten, die auch die Planung und Bauleitung machen können. Und von daher sind wir da jetzt als ganze Gemeinschaft gerade dabei, uns dem zuzuwenden und zu schauen, wie wir dieses Gebäude erhalten können und vor allen Dingen auch in seiner historischen Substanz wertschätzen. Also das, was an alten Sachen hier noch vorhanden ist, dass wir das erhalten können. Verstanden, dass wir unsere Entscheidungen, unsere Beschlüsse in Einmütigkeit fällen, nicht demokratisch. Dass Demokratie eine politische Form ist, wie sie in der Gesellschaft gangbar und nötig ist und praktiziert wird. Dass aber christliche Gemeinde zuallererst nach Gottes Willen fragt und so wie Gott mit seinem Christus eins ist, so sollen auch die Christen untereinander eins werden, um den Willen Gottes zu finden. Guten Appetit. Guten Appetit. Also ihr könnt auch noch mehr Salat haben, wenn ihr möchtet. Dann ist Mittagessen und nach dem Mittagessen ist von 1 bis 2 eben diese Stunde Stille, die wir persönlich füllen und die uns eigentlich auch sehr wichtig ist, einfach weil wir ja viele sind in der Gemeinschaft und auch viel Nähe miteinander erleben. Und da ist es aber sehr wichtig, dass eben jeder auch diese persönliche Zeit hat zur Einkehr, zum Beten, zum Reflektieren, auch zum Schlafen manchmal, damit dann wieder eben die Offenheit auch da ist fürs Miteinander, für die Gemeinschaft. Dann war es für mich eigentlich keine Frage mehr, wie finde ich den Platz da drin, sondern dann war es etwas, wo ich spürte, ja, Jesus will das und hat auf mich dort gewartet, will mich dort haben. Und wo ich im Nachhinein dann feststellen musste, es ist sehr vieles vorbereitet in meinem Leben dafür und es ist einfach dann der Weg, den
den ich mir so nicht selbst gesucht habe, sondern den Jesus mit mir gehen will und der für mich dann der einzig richtige Weg ist, das Zusammenleben mit den Geschwistern. Ja, dann um 2 Uhr kommen die kleineren Kinder nach Hause zu den Müttern. Das heißt, bis zur 3. Klasse, die Kinder kommen nach Hause und haben dann eine Mutterzeit. Das kann man dann auch füllen, wie man möchte. Und um 3 beginnt die Arbeit dann wieder und für die Kinder dann auch eben die Betreuung wieder. Und das ist dann nochmal von 3 bis 5. Knapp 10 Jahre später, nachdem wir in Wolfshagenhütten angefangen haben, gab es einen neuen Anfang in Berlin und kurz darauf in der Ukraine. Die Basisgemeinde in Berlin hat kurz nach der Wende dort gestartet, kam hinein in eine Zeit der beginnenden Hoffnungslosigkeit und Resignation oder aber auch des Aufbruchs der DDR-Bürger. Einzig und allein war unser Anliegen, dieser Einladung zu folgen, dass Menschen dort zur selben Hoffnung kommen, wie sie uns gegeben war. Dasselbe in der Ukraine, dieser Neubeginn kam zustande durch Menschen aus der Ukraine, die uns hier in Deutschland zu Freunden geworden sind und gesagt haben, wir wollen so leben wie ihr. Bitte kommt in unser Land der Unterdrückung, der Zerstörung, der Hoffnungslosigkeit. Ich heiße Bernd Pietruck, das ist meine Frau Dorothea. Wir sind seit 1995 in der Ukraine im Auftrag und im Namen der Basisgemeinde Wolfshagenhütten hier. Wir sind gerade in diesen Tagen wieder nach Deutschland gekommen und sind jetzt auf Besuch hier in unserer Gemeinde. Wir machen in der Ukraine Landwirtschaft, angefangen im Zuge der Rückübertragung des Landes, der ganzen öffentlichen Eigentums an die Bevölkerung der Ukraine. Und ich bin jetzt gerade mit den ukrainischen Kindern zusammen im Bus hierher gefahren aus der Ukraine. Wir leben dort in einem ganz kleinen Dorf, das heißt Diebstsche. Und die Leute sind, als dieser Rückübertragungsprozess begann, mit der Bitte um Hilfe auf uns zugekommen. Wir haben dann erst mit wenigen Feldern begonnen. Mittlerweile haben sich ungefähr 120 Leute zusammengeschlossen und uns ihr Land zur Betreuung, Bearbeitung anvertraut. Und dann gibt es die sogenannte Familienzeit. Also da ist so eine Stelle und da können wir hin. Wo wir uns so entschieden haben, gesagt haben, wir sind auch Familien in der Gemeinde und das ist auch eine Art Spagat, also eben diese große Gemeinde und sich da immer offen zu halten, aber auch eben die Familie im Blick zu behalten und den Kindern gerecht zu werden, gerade die Großen, die man eben nicht gesehen hat den Tag vorher. Und das soll eben eine geschützte Stunde sein, wo die Eltern mit ihren Kindern zusammen sind, wo man hört, wie war der Tag, wie war die Schule, was haben wir erlebt. Ja, also mein Name ist Markus Krämer und ich wurde hier eigentlich quasi geboren. Hier reingeboren bin, also auch hier aufgewachsen, mein ganzes Leben lang war ich hier. Und ich war hier im Kindergarten mit den Kindern von hier. Ja, jetzt so mit den christlichen, was weiß ich, spirituellen Dingen und so, habe ich persönlich nicht so wahnsinnig viel am Hut halt, aber das macht, glaube ich, auch gar nichts. Also, ja, ich respektiere das, was meine Eltern halt glauben und das, was halt die Basisgemeinde glaubt, aber ich weiß nicht, ich bin jetzt nicht irgendwie fromm oder so. Boah, der ist ein echt süß. Süß. Ich hab gesagt, süß. Können wir gucken, wie er sich einkriegt. Lordskastor.
Aber ansonsten ist das schon manchmal oder auch oft auch ganz schön, wenn man hier halt, man ist halt hier immer mit Leuten zusammen, die man kennt und hat halt eigentlich immer jemanden, mit dem man sprechen kann und so, sich unterhalten. Oder auch wenn man Freunde treffen will, so muss man nicht erst in Nachbarort fahren, sondern kann halt sich halt dann einfach, was weiß ich, zum anderen rübergehen und sich mit dem verabreden, Fußball spielen oder. Und ein Jahr später dann war plötzlich in mir der Entschluss, ich möchte mich jetzt festmachen. Ich möchte jetzt den Bund eingehen. Ich sag mal, den Bund, wie soll ich es ausdrücken, mich festzumachen an einem Ort, den Bund mit Gott. Dann war mir die Frage, ja wo? Wo ist dieser Ort? Und nach wenigen Monaten oder vielleicht auch wenigen Wochen war es dann klar in mir, das ist die Gemeinde, in der ich aufgewachsen bin. Da sind meine Wurzeln. Was sie bewegt als Kinder, die hier aufgewachsen sind, wie sie zurechtkommen im Leben und was sie suchen. Und was ich so empfinde, was wir alle gemeinsam haben, das ist ein Gefühl für wahre Beziehungen. Und das ist nicht leicht. Zum einen nicht leicht, sich so durch die Gesellschaft zu schlagen beziehungsweise einen Freundeskreis aufzubauen, weil das ein sehr hoher Anspruch auch ist. Und gleichzeitig ist es aber auch etwas, was einen wirklich suchen lässt, bis man es gefunden hat. Also ich kann mal anfangen. Ich bin Maja Lina-Burg und ich bin hier aufgewachsen. Ich bin hier auch in den Kindergarten gegangen. Wir haben einen eigenen Kindergarten. Das ist meine Gruppe. Man kann sagen, dass es echt schön ist, hier aufzuwachsen im Kindergarten, weil man hier ein großes Gelände hat und eben die Gruppe und alles ist ganz behütet. Man kriegt eigentlich im Kindergarten von der Außenwelt noch gar nichts mit, weil alles innerhalb der Gemeinde sich abspielt. Man kennt alle Leute hier. Es ist eigentlich das Paradies, kann man sagen, mit den Kindern zusammen spielen den ganzen Tag. Und das ändert sich aber dann schlagartig, wenn man in die Schule kommt. Die ist nämlich hier in Gettorf im nächsten Ort. Das ist eine öffentliche Grundschule. Und dann kriegt man halt zum ersten Mal irgendwie die Kinder von außen mit, wie die drauf sind oder auch was sie schon für Probleme haben in dem Alter mit 7 Jahren und geschiedene Eltern und so. Das kennt man hier fast gar nicht eigentlich. Oder was sie für Filme gucken, ist schon teilweise krass. Und irgendwann Schimpfwörter und schmutzige Witze und so, was man eben hier überhaupt nicht kennt, das kommt dann alles auf einen zu. Das ist schon eine Umstellung auf jeden Fall. Und später fand ich es persönlich dann schwer, also als ich älter wurde, immer diese 2 Welten zu haben. Einmal in der Gemeinde, einmal in der Schule, weil es wirklich 2 total krasse andere Welten sind. Und ich habe das eigentlich, muss ich sagen, bis heute noch nicht ganz zusammengekriegt. Ich gehe morgens in die Schule und dann komme ich mittags nach Hause. Und ich glaube, ich bin auch ganz anders in der Schule wie zu Hause. Das sind wirklich 2 Welten und ich schlüpfe dann immer jeweils in die Rolle, die gerade passt. Ich glaube, diese unterschiedlichen, also dass man unterschiedliche Phasen durchmacht und dass es besonders schwer ist in der Zeit, in der man sich auch versucht, von der Gemeinde oder von den Eltern zu lösen. Bei mir war das vielleicht mit 12, 13 Jahren. In denen fällt es einem sehr schwer, in der Schule den ganzen Stand zu halten, weil man selbst vielleicht das noch nicht so genau versteht, was in der Gemeinde gelebt wird. Und wenn man das dann aber versteht und dahinter kommt, dann wird es auf einmal ganz leicht, die Gemeinde zu vertreten und da auch hinter zu stehen. Und dann kann man eigentlich stolz sein, also das, was die Eltern leben, weil es ist so ein glaubwürdiges Leben und man kann das dann gut vertreten in die Schule. Und im Moment habe ich damit überhaupt keine Probleme mehr, sondern bin froh, hier aufgewachsen zu sein. Und dafür finde ich es auch gut, zum Beispiel, dass wir jetzt in der Ukraine waren, weil wir da erstmal gemerkt, oder mir geht es so, da merkt man immer, was braucht man eigentlich, um leben zu können. Und da ist das Leben wirklich einfach, im Gegensatz zu hier. Und dann denkt man, irgendwie brauche ich jetzt noch eine neue Hose oder ist das überhaupt nötig, was wir hier alles für, ich kann schon sagen, Luxus haben. Und ganz toll ist für uns auch, für die Kleinkinder und für uns, dass wir hier halt auch mithelfen können in der Gemeinde. Am Nachmittag zum Beispiel arbeite ich zum Beispiel in der Werkstatt, andere Kinder sitzen den ganzen Tag nur am Computer oder so. Und das ist schon ein ziemlich großer Segen. Und ja, man hat immer was zu tun oder man hat überall seine Freunde, hat man um sich. Also es ist echt eine tolle Umgebung hier und ja. Einem wird es halt nie langweilig, man kann immer was machen. Thank you.
Und das ist uns eigentlich sehr wichtig, weil wir sagen, wir sind hier nicht für uns da und wir bauen uns keine schöne Insel hier im Grün, wo wir miteinander Händchen halten und es schön haben miteinander, sondern wir möchten ja offen sein für Menschen auf der Suche und gerade auch unsere nächsten Nachbarn.